Hallo liebe Handballfreunde, mein Name ist Conny Wilme und ich bin der Trainer der ersten Männermannschaft des LAV Hoyerswerda. Am Samstag beginnt unsere neue Saison. Wir starten gegen Corvik Görlitz in die neue Punktspielserie. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, hier ins BSZ Konrad Zuse unsere Männer zu unterstützen. Dieses Jahr brauchen wir ganz besonders eure Unterstützung. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH. Wir machen das. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassencard. www.sparkassen-einkaufswelt.de. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Elsterwelle-Fernsehen. Auch für die SC-Damen geht's nun endlich wieder in die neue Handballsaison 2016-2017. Thomas Balko hat sich mit dem Trainer Michael Schuller getroffen, um über die vergangene, aber auch die kommende Saison zu reden. Wollen wir, bevor wir über die ganz neue Saison sprechen, mal ganz kurz die vergangene Revue passieren lassen. Wie ist aus Ihrer Sicht gelaufen? In meinem ersten Trainerjahr hier beim SC Hoyerswerda, den Frauen, bin ich zufrieden gewesen mit der Leistungssteigerung und der Entwicklung der Mannschaft. Das Saisonziel haben wir letztendlich mit dem Klassenerhalt erreicht. Wo ich Probleme gesehen habe oder was ein besseres Ergebnis habe verhindert, ist die Diskrepanz zwischen den Auftritten zu Hause und in den Auswärtsspielen. In den Heimspielen haben wir wirklich richtig gute Spiele abgeliefert und in den Auswärtsspielen noch ist mir der Grund nicht so richtig klar, konnten wir unsere Leistung nicht abrufen. Von der Saisonleistung an sich bin ich aber zufrieden. Schauen wir nach vorne in die neue Saison. Es gibt 2 Zugänge zu verzeichnen und 4 Abgänge. Es wurde auch schon getestet. Wo steht die Mannschaft jetzt so unmittelbar vor dem Start? Momentan ist es ein bisschen schwierig einzuschätzen, wo wir uns befinden. Ganz einfach aus dem Grund, weil neben den 4 Abgängen wir nur 2 Zugänge haben. Davon ein Zugang, die Alina Weber, erst seit 4 Wochen bei der Mannschaft ist. Und der zweite Zugang, die Nicole Seidel vom VfL Waldheim als Torhüterin dazu gestoßen ist. Ansonsten haben wir natürlich mit dem Abgang von Nadja Irmisch einen üblen Verlust hinnehmen müssen. Das verletzungsbedingte Ausscheiden von Nina aufgrund der schweren Handverletzung als Linkshänderin tut auch weh und natürlich Schmerz, das ist aber ein freudiger Grund, der Ausfall von Natascha, die leider dem Team nicht mehr zur Seite stehen kann aufgrund einer freudigen Geschichte, nämlich einer Schwangerschaft. Von daher wird es schwer. Wie gesagt, unser Kader ist nicht ganz so breit aufgestellt wie in der letzten Saison. Was ich aber als Vorteil sehe, wir brauchen nicht so viele Neuspielerinnen integrieren. Und das Gros des Kaders, das ist schon so lange zusammen, dass wir dort bestimmte Abläufe einfach nur noch festigen müssen. Also wir brauchen nicht mehr viel Neues tun. Und das hat sich letztendlich jetzt auch in der Vorbereitung der Saison ergeben. Jetzt kommt am 10.09. Halle gleich zum ersten Heimspiel hierher. Wenn Ende April 2017 das letzte Spiel wieder hier in der Halle gegen Magdeburg gespielt wird, wo sehen Sie denn Ihre Mannschaft dann in der Tabelle der Mitteldeutschen Handball-Oberliga? Man muss, denke ich mal, realistisch sein und das Ziel kann auch in diesem Jahr eigentlich nur der Klassenerhalt sein. Ich hatte in der letzten Saison gesagt, wir haben durchaus das Potenzial, zwischen Platz 7 und 9 auch einzukommen.
wenn wir unsere Leistungen der letzten Saison in den Heimspielen und eine Leistungssteigerung in den Auswärtsspielen hinkriegen, dann ist das auch ein realistisches Ziel. Also wenn wir Platz 7, 8, 9 erreichen, dann wäre das okay und da wäre ich auch zufrieden. Orakeln wir nicht weiter, kommen wir zu den ganz realen Dingen. Wo sehen Sie denn als Trainer noch Baustellen, sei es jetzt in der Mannschaft, sei es vielleicht auch auf der Vereinsseite? Eine Baustelle ist in allererster Linie die Trainingsbeteiligung momentan. Das liegt auch daran, dass wir zwei Spielerinnen auswärts studieren. Die auswärts studieren, Sarah wird uns nur am Freitag im Training zur Verfügung stehen können. Hier haben wir aber mit dem SC Markranstädt, dem Aufsteiger in der letzten Saison, eine Art Kooperation. Sarah wird also auch in Markranstädt zweimal in der Woche individuell mit der Mannschaft trainieren. Hilft uns in dem Falle sicherlich weiter. Und das zweite, Caro, wird auch eine Ausbildung beginnen und da müssen wir mal ganz einfach sehen, wie dort Ausbildung, Studien und Sportpensum unter einen Hut zu bringen ist. Bei Caro bin ich mir relativ sicher, dass das funktioniert. Bei Sarah müssen wir ganz einfach sehen, wie Studien und Sportbelastung aufeinander fallen. Ansonsten sieht es ganz ordentlich aus. Die Spielerinnen sind fit, haben eine gute Vorbereitung absolviert und vielleicht haben wir ja auch das Glück, dass vielleicht die ein oder andere Spielerin in der Saison noch zu uns stößt. Und damit bin ich auch gleich beim Problem. Wenn man sich die Leistungsverhältnisse der Mannschaften in der mitteldeutschen Oberliga mal anschaut, dann sind wir geografisch wohl nicht am günstigsten aufgestellt. Aus dem brandenburgischen Bereich ist die Leistungsstärke aus meiner Sicht nicht ganz so groß. Und die Ballungsbereiche wie Leipzig oder Mittelsachsen, Zwickau, das ist natürlich ganz schön weit. Und dort sind die Zweitliga Teams mit Zwickau, mit jetzt Union Halle Neustadt. Dort wird eine gute Nachwuchsarbeit betrieben und kann dann auch innerhalb entsprechend aufgefüllt bzw. auch Potenzial herangezogen werden. Das fehlt uns natürlich ein bisschen, auch wenn der SC eine gute Nachwuchsarbeit hat. Aber bis auf Alina haben wir es noch nicht geschafft, entsprechend weiter jemand hochzuziehen. Ganz im Gegenteil, wir mussten, wie gesagt, mit Nadja Irmisch jemanden ziehen lassen und auch mit Vanessa Maluschke, die weiter in Radeberg dem runden Leder nachjagt. Beide hätte ich gerne behalten. Nichtsdestotrotz gilt es natürlich für Sie, liebe Zuschauer, die Handballerin vom SC auch in der Saison 2016-17 immer tatkräftig zu unterstützen. Die erste Gelegenheit, ich hatte es ja schon gesagt, ist dazu am 10. September. Herr Schuller, vielen Dank für das Gespräch und wir drücken die Daumen. Alles klar, ich bedanke mich. Das Thema Kinderehen wird auch in Sachsen emotional diskutiert. Im Freistaat gibt es aktuell mehr als 20 Kinderehen. Diese Zahl förderte eine Anfrage der AfD im Sächsischen Landtag zutage. In der Aktuellen Stunde heute ging es um die Rechtmäßigkeit solcher Eheschließungen. Grundsätzlich sieht die Bundesrepublik Eheschließungen erst mit dem Erreichen der Volljährigkeit vor. Mit Zustimmung des Familiengerichtes ist allerdings auch eine Ehe mit 16 Jahren möglich. Im Ausland geschlossene Ehen haben grundsätzlich auch in Deutschland Bestand. Aber auch hier gelten Ausnahmen. Diese und weitere Punkte sorgten am Donnerstagmorgen bei der aktuellen Landtagsdebatte für kontroverse Diskussionen. Wir möchten, ebenso wie der Kinderschutzbund, das wiederhole ich gern, dass das Ehemündigkeitsalter für alle gemäß 1303 Paragraf BGB auf 18 Jahre ohne Ausnahme heraufgesetzt wird. Und wir möchten gerade im Sinne der Betroffenen, dass der Kinder- und Jugendschutz auf sämtliche minderjährige Ausländer ausgeweitet wird, die temporär und dauerhaft in Deutschland sind, eben um sie zu schützen. Wer in Deutschland leben will, so denken wir, muss diese Mündigkeitsgrenze akzeptieren oder dorthin zurückkehren, wo sie nicht gilt und wo er hergekommen ist. Für uns ist der Schutz von Kindern und Jugendlichen zusammengefasst das Kindeswohl der maßgebliche Kern unserer Forderungen. Die schutzwürdigen Interessen sind für uns das Allerwichtigste und dafür haben wir geltende Gesetze und die Gesetze funktionieren auch im Alltag. Die AfD möchte gerne das internationale Privatrecht so verändern, dass ausländische Ehen in Deutschland nicht mehr anerkannt werden. Das haben wir doch gerade gehört. Und da muss ich sagen,
Wir haben in unserem Grundgesetz den Schutz von Ehe und Familie kodifiziert und der gilt auch für ausländische Ehen. Also müssten wir dann ja wohl die Verfassung ändern. Und ich glaube, gerade in dem Bereich ist unsere Verfassung veränderungsfest. Also das, was Sie machen wollen, ist schlicht verfassungswidrig. Pro Tag werden, können Sie Wikipedia sogar nachlesen, 40.000 Ehen minderjähriger geschlossen. Auf der Welt sind es derzeit 700 Millionen. 700 Millionen. Davon trifft es momentan, dass 1.000 Ehen in Deutschland etwa mit Minderjährigen bestehen. Davon 23 in Sachsen, weil Sie vorhin schon verschwiegen haben, nach Ihrer eigenen Auskunft oder die Auskunft der Staatsregierung auf Ihre eigene Anfrage. Ja, verschwiegen. Unter den Ehen, die hier aufgeführt werden, 23, sind auch zwei deutsche Ehen. Eine aus Moldau hat überhaupt also nichts so vordergründig und nur mit dem Islam zu tun. Aber sie tun so, als ob dieses Problem uns ereilt, weil es die Flüchtlingswelle gab. Und das ist die Unlauterkeit. Sie setzen sich einfach auf ein Thema drauf, da hätten sie 1900 noch was anfangen müssen, das zu klären. Das BGB, 1900 in Kraft getreten, sah als Ehefähigkeitsalter 16 Jahre vor. Ausländisches Recht, Eherecht, ist sowieso jetzt schon nur insoweit anwendbar, wenn es mit den wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts überhaupt vereinbar ist. Und ist das offensichtlich nicht der Fall, dann wird diese Ehe durch die zuständigen Behörden, das ist bei uns in Sachsen die Landesdirektion, vor dem Familiengericht angefochten und damit ihre Wirkung auch formal beseitigt. Auch wenn wir uns in Sachsen einigen problematischen Kinderehen gegenübersehen und das deutsche Recht schon jetzt einen hohen Schutzstandard aufweist, sind gerade die aktuellen Entwicklungen für das Staatsministerium der Justiz Anlass, zu prüfen, ob es notwendig ist, die Anerkennung von Ehen, die nach ausländischem Recht geschlossen wurden, in Deutschland möglicherweise restriktiver zu behandeln, als das bisher der Fall war. Dazu brauchen wir aber nicht diese aktuelle Debatte. Und so werden wir die schon angesprochene Bund-Länder-Arbeitsgruppe mit begleiten, werden daran teilnehmen und unsere Auffassung einbringen. Das wird ab September der Fall sein, also in diesem Monat. Wir machen eine ganz kurze Pause, liebe Zuschauer, und melden uns dann in Kürze wieder zurück. Also bleiben Sie dran. Das Galaxy S6 hängt die Smartphone-Konkurrenz locker ab. Das Flaggschiffmodell von Samsung kostet jetzt als Expertenangebot der Woche nur unschlagbare 379 Euro. Ein rasend schneller Prozessor, eine 16-Megapixel-Kamera und ein hochauflösendes Display. Das Galaxy S6 ist ein absolutes Top-Handy. Das fängt schon bei der Verarbeitung an. Statt auf billiges Plastik setzt Samsung beim Gehäuse auf eine hochwertige Symbiose aus Aluminium und Glas. Die Vorder- und die Rückseite werden dabei mit besonders bruch- und kratzfestem Gorilla-Glas 4 geschützt. Das 5,2 Zoll große Super AMOLED-Display sorgt mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln für eine brillante Darstellung mit starken Farben und Kontrasten. Selbst kleine Schriften sind problemlos lesbar. Absolute Spitzenklasse ist auch die 16-Megapixel-Kamera, die mit einem Doppelklick auf die Home-Taste in weniger als einer Sekunde zur Verfügung steht. Zusätzlich zur Kameraautomatik stehen im Pro-Modus zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung. Manueller Weißabgleich, Tiefenschärfe, einstellbare ISO-Werte und sogar Farbfilter. Das ähnelt eher den Möglichkeiten einer Spiegelreflex statt einer Handykamera. Auch Videos sind natürlich möglich und zwar sogar in 4K-Auflösung oder als Zeitlupe oder Zeitraffer. Selfies kann man übrigens auf gleich vierfache Weise schießen. Entweder man tippt ganz klassisch vorne auf den Bildschirm oder man nutzt den Pulsmesser auf der Rückseite zum Auslösen. Außerdem kann man in den Kameraeinstellungen die Steuerung per Gesten oder sogar per Stimme aktivieren. Jetzt mal was für die Technikfreaks. Das Samsung Galaxy S6 besitzt einen Octa-Core-Prozessor, der mit G4 Kernen auf 2,1 GHz und 1,5 GHz taktet. Das sorgt einerseits für extrem schnelle Reaktionszeiten und verringert andererseits gleichzeitig den Stromverbrauch. Über den Akkuverbrauch, die Speicherkapazität und weitere Informationen gibt übrigens der Smart Manager Auskunft. Hier kann man auch ganz einfach den Speicher von nicht benötigten Daten bereinigen. Und noch ein Tipp, ursprünglich wurde das S6 mit Android 5.0 ausgeliefert. Inzwischen ist aber das kostenlose Update auf 6.0.1 Marshmallow möglich. Das heißt, dann ist das Betriebssystem auf dem gleichen Stand wie der Nachfolger S7. 379 Euro für das Samsung Galaxy S6. Dieses Angebot der Woche gibt's nur bei Expert.
Expert. Immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg. Oder unter esc-expert.de. Zum Start des meteorologischen Herbstbeginns steigt in der Region wieder die Waldbrandgefahr. In den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Im Landkreis Bautzen die 3. Die örtlichen Gewitterschauer zum Wochenbeginn brachten keine entscheidende Entspannung der Situation, heißt es von den Forstbetrieben. Da es in den nächsten Tagen weiter trocken und sonnig sein soll, gilt der allgemein größte Achtsamkeit, so die Experten. Mehr Meldungen des Tages gibt es jetzt. Ab sofort kann man sich die Ausstellung Frauen und Reformation im Kinghaus in der Hoyerswerda Neustadt angucken. Die Wanderausstellung aus Berlin zeigt insbesondere Frauen, die bei der Bewegung mutmaßlich einen Beitrag dazu geleistet haben. Die Themen Gleichberechtigung und Bildung zeigen einen kleinen Einblick in die Geschichte und deren Wirkung auf die Gesellschaft. Interessierte haben noch bis zum 17. September Zeit, um mal vorbeizuschauen. Danach geht die Ausstellung nach Görlitz. Am Donnerstagnachmittag wurde das Projekt Wieder das Vergessen im Jugendclubhaus Ossi in Hoyerswerda eröffnet. Auch die 21. Auflage soll ein Beitrag zur Prävention gegen Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit und Gewalt an Schulen leisten. Begonnen wurde mit einem kleinen Vortrag zum Lager Elsterhorst. In den kommenden 8 Monaten finden 8 Veranstaltungen für Lehrer und Schüler statt, in denen mit Zeitzeugen gesprochen, ein Film geschaut oder der Vergangenheit gedacht wird. Im Hoyerswerda Lausitzbad gibt's am Freitag erstmals einen Gesundheits- und Wellness-Tag. Dabei können Badegäste unter anderem an 15-minütigen Schnupperkursen teilnehmen. Auch im Saunabereich werden Massagen und Aufgüsse angeboten, wird informiert. Ein spezielles Speiseangebot mit Shiitake-Pilzen rundet das Programm an diesem Aktionstag ab. Kunden der Versorgungsbetriebe Hoyerswerda erhalten mit ihrer Servicecard vergünstigten Eintritt. Die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda bietet am 13. September wieder ein Rollator-Training am Lausitzer Platz an. Von 10 bis 12 Uhr werden dabei praktische Hinweise und Tipps über den Umgang mit dem Gehilfe im Bereich der Haltestelle, beim Ein- und Aussteigen aus dem Bus und dem sicheren Verhalten während der Fahrt gegeben. Treff ist am Taxistand neben der Lausitzhalle. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Am Mittwoch hat ein Mitarbeiter der Asylunterkunft an der Münzer Straße in Hoyerswerda eine 25-jährige Bewohnerin leblos in ihrem Zimmer aufgefunden. Da die Ursache für den Tod der Frau derzeit noch nicht zweifelsfrei geklärt ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Leichnam wird zur Klärung obduziert. Hinweise für ein Gewaltverbrechen oder eine Straftat sind derzeit nicht ersichtlich. Ein 8-jähriger Junge ist am Mittwochnachmittag in Knappenrode bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das Kind stieg am August-Bebel-Platz aus einem Linienbus aus und trat dann auf die Straße. Eine 47-jährige Dacia-Fahrerin, die dem Bus entgegenkam, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Junge prallte seitlich gegen den Wagen und stürzte. Seine Verletzungen wurden in einem Klinikum behandelt. Die aktuellen Straßenbehinderungen und Verkehrseinschränkungen aus unserer Region haben wir wieder für Sie in Stop & Go zusammengefasst. Bis gleich.
Haben Sie ein ungewöhnliches Hobby, eine große Sammelleidenschaft oder kennen Sie jemanden, den wir unbedingt einmal vorstellen sollten? Sie können sich telefonisch unter 03571 425 40 oder via Mail unter info@elsterwelle.de einfach bei uns melden. Stop and Go, die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Auf der A4 Dresden Richtung Chemnitz ist mit Behinderungen zwischen dem Rastplatz am Steinberg und Siebenlehen zu rechnen. Grund für die veränderte Verkehrsführung sind Brückenarbeiten, die Geschwindigkeitsbeschränkungen sollten beachtet werden. Noch bis Ende November ist die B97 in Ottendorf-Ockrilla zwischen der Kreuzung Radeberger-Radeburger Straße bis zur Grünberger Bahnhofstraße komplett gesperrt. Umgeleitet wird durch das Gewerbegebiet. Auf der B97 zwischen Hoyerswerda und Schwarze Pumpe ist ebenfalls eine Baustelle am Abzweig Spreetal eingerichtet. Zwischen der Zufahrt Werkstraße und der Spreetaler Straße ist die Bundesstraße halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die Zufahrt nach Spreetal über die Werkstraße ist bis Mitte September nicht möglich. Bis Ende September bleibt auch die B97 Ortsausgang Hoyerswerda in Richtung Bernsdorf im Bereich zwischen der Brötener Straße und dem Wasserturm halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. LKWs werden großräumig über Schwarzkolm umgeleitet. Die B96, also die Görlitzer Brücke in Hoyerswerda, ist weiterhin komplett gesperrt. Umgeleitet wird für Fahrzeuge in beiden Richtungen über die Külz-, Weinert- und Stauffenbergstraße. Fußgänger und Radler können den Bereich über eine Behelfsbrücke passieren. In Hoyerswerda ist die alte Berliner Straße zwischen dem Kreisverkehr B96 und der Kolpingstraße halbseitig gesperrt. Ungehindert rollen kann der Verkehr stadtauswärts. Die Umleitung stadteinwärts führt an der Kreuzung Spremberger Brücke über die Teschen und die alte Berliner Straße. Die Bauarbeiten sollten am 9. September abgeschlossen sein. In Maugendorf ist die B96 am Abzweig Knappenrode halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die S93 bei Grüngräbchen wird erneuert. In Richtung Großgrabe ist der Ausbau in zwei Abschnitten unter Vollsperrung vorgesehen. Die Umleitung wird über die B97 und Schwebnitz geführt. Wegen des Ausbaus des Radweges zwischen Pulsnitz und Kamenz ist die S95 auf dem Abschnitt zwischen Steiner und Gersdorf dicht. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Im Haselbacher Ortsteil Reichenau ist die Königsbrücker Straße wegen Kanalarbeiten vollgesperrt. Umgeleitet wird über die S95 und die S100. Die Kreisstraße zwischen Schmeckwitz und dem Abzweig zur S97 ist vollgesperrt. Eine Umleitung ist über Rosenthal und Reggelwitz ausgewiesen. In Kamenz ist die Goethestraße zwischen der Weinbergstraße und der Karl-Marx-Straße vollgesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. In Senftenberg wird die Karlauer Straße in zwei Bauabschnitten zwischen der Einmündung Spremberger Straße bis zur Grenzstraße erneuert. Eine Umleitung ist auch hier ausgeschildert. Die Ortsdurchfahrt Spremberg ist im zweiten Bauabschnitt. Die Einmündung Fröbelstraße in die Karl-Marx-Straße ist dicht. Die innerstädtischen Umleitungen bleiben wie bisher. LKW müssen den Baubereich großräumig umfahren. Und im Elsterheider Ortsteil Seidewinkel ist die Straße zur Friedenseiche halbseitig gesperrt. Grund dafür sind Kabelverlegearbeiten. Der Verkehr wird mittels Ampel geregelt. Stop and Go, die aktuellen Straßensperrungen aus unserer Region. Mein Name ist Ni Le Fu Fung und es bedeutet Phönix oder mein kleiner Feuervogel. Ich studiere in Leipzig Kommunikations- und Medienwissenschaft im dritten Fachsemester. Aber zum Modeln bin ich mehr oder weniger durch einen Zufall gekommen. Hallo und herzlich willkommen beim Sprachaktiv Poetry Slam. Sprachaktiv ist ein U20 Poetry Slam. Wir geben jungen Künstlern die Chance, hier vielleicht zum ersten Mal auf der Bühne zu stehen. Für mich ist Leipzig auf jeden Fall eine Stadt, in der man all seinen Hobbys nachgehen kann. Mit diesen Laufstegmodels hat das ja gar nichts zu tun, was ich mache. Und das ist eher eine Hobby- und Ausdruckssache für mich. Es ist vor allem sehr schön, Leute kennenzulernen, aber vor allem auch wiederzusehen, die man irgendwo vorher mal kennengelernt hat. Man sagt, Studenten machen Party.
die Feierlaune künstlich jeder tut, als sei sie echt, und zu mieser Musik mag ich nicht tanzen. Ich habe so das Gefühl, dass ich auf Fotos manchmal völlig anders wirke, als ich im Alltag bin. Und genau das ist ja das, warum ich das mit den Fotos mache, um so viele verschiedene Facetten aus mir wie möglich rauszuholen. Machen wir nochmal, ja. Ich habe die Zeit unterschätzt und bin schon wieder zu spät. Das war ich im ersten Semester nie, aber inzwischen bin ich am dritten und da gönnt man sich halt mal was. Du schaust in die Gesichter der Menschen, die dort vor dir sitzen, und ob es ihnen gefällt oder sie deinen Text schlecht finden, das bekommt man sofort mit. Jetzt zeig mir nochmal was in dieser Richtung. Ich lege dich ein ganz kleines bisschen nach links. Links, ja. Auch weiter, weiter, weiter. Okay. Super, sehr schön. Lauf einfach los oder lass dich treiben. Mach tausend Dinge oder lass es bleiben. Man sagt, dass hier alles geht und gar nichts muss. Sicher werden noch zig andere Städte in mein Leben treten. Doch im Moment wird es da erstmal nur Leipzig geben. Dankeschön. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 1. September 1959 ist die Lessing-Oberschule in der Pestalozzi-Straße in der Hoyerswerda Altstadt in Betrieb gegangen. Nach 17 Monaten Bauzeit und damit 8 Monate früher als der geplante Termin 1. Mai 1960 wurde die Einrichtung damals fertiggestellt, erklärte die Lausitzer Rundschau. Stolz wurde zudem berichtet, dass auch die Schüler selbst damals ihren Anteil daran hatten. Immerhin 3000 freiwillige Aufbaustunden wurden durch sie geleistet. Am 7. Oktober 1959 wurde die Schule offiziell eingeweiht und bekam ihren Namen. Vorab waren die Schüler am Altstadtmarkt im Gebäude des heutigen Bürgerzentrums untergebracht. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Zum Treff-8-Center-Fest wird am Freitag von 9 bis 18 Uhr in Hoyerswerda eingeladen. In der Einkaufspassage am Lipetzker Platz gegenüber dem Klinikum werden unter anderem ein großer Kinder- und Babysachenflohmarkt sowie Spiel und Spaß für Kinder angeboten. Es gibt Rabattaktionen der Händler sowie Styling- und Schminktipps. Im Hoyerswerda Lausitzbad gibt es am Freitag erstmals einen Gesundheits- und Wellness-Tag. Dabei können Bade- und Saunagäste verschiedene Angebote ausprobieren. Ein spezielles Speisenangebot mit Shiitake-Pilzen rundet das Programm an diesem Aktionstag ab. Eine Beratung zum Schutz vor Dieben, Einbrechern und Betrügern bietet die Polizei am Freitag auf dem Marktplatz von Königswartha an. Das Beratungsmobil ist von 9 bis 12 Uhr vor Ort. Das Team vom Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda lädt am Freitag um 10 Uhr wieder zum Seniorenschwimmen in das Lausitzbad ein. Und ein zusätzlicher Termin zum Backrippchenessen in der Musikantenschenke zur Eisenbahn in Kamenz-Wiesa steht am Freitag ab 18 Uhr im Programm. Es werden hierfür Tischreservierungen unter der Rufnummer 03578 300 451 entgegengenommen. Nachts bei wechselnder Bewölkung, weitgehend niederschlagsfrei, Tiefstwerte 14 bis 10 Grad und einem schwachen West- bis Nordwestwind. Am Freitag neben Wolkenfeldern zeitweise auch Sonnenschein, meist trocken, Höchstwerte 23 bis 27 Grad. Am Samstag oft noch freundlich, trocken und sommerlich warm. Am Sonntag zunehmend dichte Wolken mit teils gewitterigem Regen, dazu Temperaturrückgang. Das war's schon wieder von uns für heute. Trotz der sommerlichen Temperaturen wird es morgen eisig. Florian Glatter ist nämlich bei den Eishockeyspielern der Lausitzer Füchse zu Gast.